Ja, habt ihr gedacht, kein Ton, ne? Ja, hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, hab ich euch dran gekriegt, wa? Erst ein paar Sekunden erstmal bangen, kein Ton, was ist da los? Nein, erstmal hier, warum arbeite ich nicht? Okay, ich arbeite, aber ich arbeite woanders. Am Boden des Kühlraums. Ja gut, war es notwendig? Eigentlich nicht, ne? Warum haben wir es gemacht? Ja, warum nicht, ne? Egal. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Jos Kommentaren. Mal so eine Frage. Kommt in das neue Gewächshaus eigentlich ein Dach? Wenn ja, geht sich das überhaupt aus? Was? Also ich wollte eigentlich kein Dach hier bauen, weil ich glaube nicht, dass wir genug Platz haben, damit hier ein Dach reinpasst. Also ich wollte es eigentlich offen lassen. Ich meine, wir können gern mal ein Dach drüber machen. Gucken mal, ob das funktioniert. Ups. Gucken mal, ob das passt. Ich glaube aber, es passt nicht. Also ich glaube, die Mitte würde dann nicht zugehen. Aber gut, wenn natürlich Eiseskälte wäre, dann wäre natürlich ein Dach schon sinnvoll, ne? So, und es ist genau die Mitte, wo kein Dach ist. Ups. Ja, wir machen einfach hier Träger hin. Oder Säulen. So. Gut, jetzt haben wir, eigentlich wollte ich ja kein Dach machen, ne, damit wir die zusätzliche, die Sonne noch nutzen können. Aber eigentlich ist das Dach doch praktisch, weil wenn wir jetzt so kalt ist, so Minusgrade, ne, die müsste, glaube ich, sogar Wärme produzieren. Also, das war ja die teure. Ist es vielleicht schon gut? Dass wir, sag schon, dass wir ein Dach bauen. Aber gut, machen wir weiter im Text. So, Brip Entner mir. Ja, die war so übertrieben stark. So, bau doch die automatische Managementmaschine. Kann ich nicht, die brauchen KI-Kern. Haben wir die überhaupt schon geforscht? Ja. Also, wenn ich jetzt hier, wo war denn Management? Ich kann aber den normalen Manager-Tisch bauen, dann reißen wir den mal weg. So, die KI-Maschine kann ich nicht, da brauche ich einen Persona-Kern. Keine Ahnung, wo ich den herkriege. Ein verrückter Aeroflieh. Wo sind die Spinne hin? Die hat hier Eier verloren. Ah, hier haben wir noch eine Schieferstatue. So.
Wobei mir fällt gerade ein, Dinom hatte noch unter der vorletzten Folge Kommentare geschrieben, aber die war so spät, dass ich darauf nicht eingehen konnte. Sekunde. Was hat denn der geschrieben? Ach, die wurden wieder gelöscht. Ja, sehr gut. So. Im Verlauf steht, ach ja, ich freue mich schon auf unser erstes Schachspiel. Wir sollten schon mal klären, wie wir das genau machen. Ja, klärt das mal in den Kommentaren, wer gegen wen spielen will und sowas. Und dann würde ich sagen, pro Folge ein Zug, ne? Also es wäre am einfachsten, ne? Ihr meldet euch in den Kommentaren, wer wen spielen will. Ja, also wer weiß und wer schwarz spielt, können ja immer nur zwei spielen. Oder bildet euch Teams, sprecht ab. Und dann in jeder Folge ist dann ein Zug. So, Dinom ist gegen die Begrenzung. Das heißt, wir haben zwei für Begrenzung und zwei gegen Begrenzung. Oder? Wer ist stärker? Licht? Die Spinne ist stärker. Dunkel werde ich doch mal. Aber ich finde diese Hunde so schwach, ne? Die sind einfach unnormal schwach. Obwohl die geupgradet sind. Das bedeutet Krieg. Aber der killt die ganzen Swarmlinge, deswegen lassen wir ihn leben. Außerdem, wenn ich das richtig sehe, ist die gleich eh tot. Oh, die hat einen Swarmling in sich. Wieso kannst du die Tiere da nicht rausnehmen? Was stimmt da nicht? Was ist mit dem K9? K9 wird ja einfach gar nicht mit aufgezählt. Ja, gut. Wo ist denn jetzt einer hin? Wurde der Schatz zerlegt oder wird der geschlachtet? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay. Der zählt zu Mechanodruiden. Komisch. Jetzt müssen wir nochmal zwei von diesen Billos-Hunden bauen. Achso, hier wurde das Stromkabel noch gar nicht gebaut, verstehe. Aber hier machen wir es genauso wie mit dem Wasser. Das wird eh noch einen Tonnenhaufen Ressourcen kosten. Alter, für 1000 Watt, das ist aber billig. Für so eine gute Bio-Dingens. So. Da ist gerade, glaube ich, die Spinne geplatzt. Kommen direkt wieder Swarmlings raus. Diese Swarmlinge sind echt eine Plage. Die haben uns zwar nie Probleme bereitet, aber die sind einfach eine Plage. Ach, die Norm. Pass doch mal auf, was du da kaputt machst. Warum, dass er den Zaun so einfach zerstören konnte.
Vor allem, dass auch direkt alle Tiere fliehen, ne? Gut, weiter im Text. Lass doch alle Swarmlinge killen. Okay, schon erledigt. Ja, ich habe das ja gemanagt, dass alle gekillt werden. Das Problem ist, dass die Swarmlinge immer wieder kommen. Wir haben schon mal alle ausgelöscht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir alle auslöschen. Die kommen immer wieder. Die sind einfach eine Plage. So, viel schlimmer ist nicht, dass kaputte Kleidung weggeworfen wird, sondern dass voll funktionstüchtige Kleidung weggeworfen wird. Darauf hat Jo selber geantwortet. Ich finde ja, die heutige Generation, mich mit eingeschlossen, eventuell auch deine KA, ist viel zu verwöhnt, was das alles angeht. Ich meine, mein kleiner Cousin hat 2 Konsolen, einen Fernseher und bekommt bald ein neues Handy und eine VR-Brille mit 12. In seinem Alter hatte ich einen kleinen WHSL, keine Ahnung, was das sein soll. Lern mal schreiben, Mann. 2 Zoll Röhrenfernseher, wenn überhaupt. Oder einen Gameboy und er hat einen Nintendo. Also ich muss dazu sagen, erst seit ich anfing, selber Geld zu verdienen, habe ich so viel Zeug gemacht. Als ich halt noch, ich sag mal so, nicht selber finanziell auf den Beinen stand, hatte ich gar nichts. Ich habe mein erstes Handy mit 12 bekommen und es war dann aber so ein Nokia Steinzeitklopper, mit dem man eigentlich nichts machen kann. Das hat man eigentlich nur dabei gehabt, so für Notfälle. Das war dann immer im Schulranzen irgendwo drin, ausgeschaltet für Notfälle, wenn irgendwas passiert. Ich weiß noch, als ich bei meiner Arbeit angefangen habe, ne, also das nach der Schule, nach der Ausbildung, auf der Arbeit, da hatte ich das noch so, dass mein Internet am Handy immer ausgeschaltet war. Dann bin ich dann so einmal am Tag, so habe ich dann angefangen, da habe ich dann mal das Internet angemacht, um zu gucken, ob ich eine neue Nachricht bekommen habe. Heutzutage ist man ja permanent online. So, mach mal diese Ansicht weg, wo man sieht, wie schön ETV der Raum UST PLS schon passiert. Halt, stopp. Dass es in Schulen Klimaanlagen gibt, halte ich für ein Gerücht. Ich gehe jetzt 13 Jahre zur Schule, insgesamt 5 oder 6 verschiedene Schulen, und ich habe noch nie davon gehört, dass es sowas gibt. Zweitens, es gibt zwar Heizungen in Schulen, weißt du, wann die verwendet werden? Nie. Das ist aber traurig, wenn du innerhalb von 13 Jahren 5 oder 6 Mal die Schule wechseln musstest. Das ist traurig. Da konntest du ja nie richtig Bindungen aufbauen, so. Armer Jo. Das erklärt einiges. Ja, wir lassen den hier ruhig Reis anpflanzen, solange hier noch nicht alles fertig gebaut ist. Weil es kann ja eh nichts wachsen. Micha, was ist los? Haben wir eigentlich mal den Versions 2-Chip immer noch nicht? Na gut, wir brauchen halt Stahl, ne? Was für ein Quest. Ich will keinen Außenposten angreifen. Noch nicht. Noch nicht. Leder. Holz. Stahl. Kann man ein bisschen Stahl
Die Frage ist, wie viele Gegner sind da? Also schaffen 4 Leute das auszurauben? Wie lange würde eine Karawane da bis dahin dauern? Einen Tag. Okay, wenn ich die 4 schicke... Ach, Kacke. Wen habe ich denn jetzt hier den Platz geklaut? Mike, ne? So, und ich würde gern Pascal, Denom, Jo und die beiden Mules. Zu schwer. Ein Mule. Mit Insektenfleisch. Weil das können die dann als Nahrung nutzen. Zusammenstellen. So, und dann schicken wir nochmal einen Mule mit. Muss ich Mule 1 nehmen oder was? Ne, Mule 2 ist schon Mule 2. So, jetzt machen wir Jo, Denom, Pascal und Pascal. Machen wir das weg. So, Leute. Auffüllen. Insektenfleisch nehme ich mit, damit die auch Energie wieder auffüllen können. Das wird jetzt unser erster Raubzug. Ja, wobei, wir haben schon mal einen gemacht, aber diesmal nehmen wir mit Mules. Einer muss noch den zweiten holen. So, die ist fertig. Was ist mit der Mule? Ladevorgang läuft. Machen wir einen Tragetag. Während wir die hier schon mal dahin schicken. Das war das Stahlabbaulager. An den Rand. Ja, könnt ihr mal den Mule... Okay, das sind ein paar mehr. Kann jetzt mal einer hier den Mule da reintragen, sonst raste ich noch aus. Nicht zugeteilt für Transport. Vorrücken. Warte, tötet die mal.
Warum sind denn die so heftig? Tod den Menschen. Ist die mal fertig? So, ihr geht da rein. Was ist denn da los? Ist da Gift oder was? Hier reingehen. Okay. Gut, dann können wir jetzt von hier zurückgehen mit allen Leuten. Wir nehmen mit den gesamten Stahl. Metallschrott jetzt nicht. Wir nehmen den Kraftstoff mit. Ja gut, wenn wir es kennen, nehmen wir die Leichen mit, ne? Aber die sind so schwer. Können wir zwei von den Leichen? Ne, können wir nicht. Gut, der Rest ist eigentlich egal. Wir nehmen die Waffen mit. Reisevorräte. Wir nehmen den Pemmikan mit. Wir nehmen die Schlafsäcke mit. Ja, komm, dann nehmen wir auch das gesamte Insektenfleisch mit. Auf geht's. Oh, haben wir ein bisschen Stahl erbeutet. Sehr gut. Wir haben aber die falsche Transportkapsel genommen, sehe ich gerade. Wir hätten die Gaskapseln nehmen sollen. Na gut, wir haben genug Treibstoff. Die rennen einfach durch unsere Basis. Das gibt's ja nicht. Alter, wir brauchen mal wieder Bauteile, ne? Hier Psychoid-Tee können wir verkaufen. Bier, Knüppel, Revolver. Wir können Monoschwert und so kaufen. Ja gut, ist aber teuer, ne? Und wir haben nicht genug Geld. Gut, wir könnten Gold nutzen. Wer sind denn die beiden hier? Wieso kann ich die nicht kaufen? Ich könnte die verkaufen, aber ich habe doch gar keine Sklaven. Oder sind das vielleicht die, die da noch am Leben waren? Na, wobei, wir haben ja alle gekillt. Das kann ja nicht sein. So, die Kalkstatuen sind fertig. Moment, das ist eine Kalkstatue. Die ist schon nackt. Kalkstatuen sind fertig. Nur noch viermal Schiefer. Micha ist verrostet. Ah. Aber es können... Okay, es sind alle mit dem Netzwerk verbunden, aber wir brauchen einen größeren Serverraum. Gut, wir machen jetzt erstmal das Biolab fertig. Das kostet viel Energie. Da müssen wir mal gucken. Eventuell, dass ich hier... Wollte ich noch eins hin machen. Aber wo machen wir den Serverraum hin? Wir könnten natürlich hier noch ein großes Gebäude dran klatschen. Dann machen wir hier eine Einerwand draus. Hätten wir dann direkt verbunden mit den Antennen. Also ich zeichne das jetzt mal ein. Mit Granitwänden tatsächlich. Würde dann so aussehen.
So, hier muss natürlich noch der Boden wieder gemacht werden. Und die werden natürlich dann irgendwann vorverlegt. Machen wir hier eine andere Verteidigung hin. So, wir könnten mehrere Eingänge bauen. Ah, die Leute sind zurück. Sehr gut, das heißt, wir müssen den Tieren wieder... Ah nee, die sind selber schon drin. Ach, guck mal hier. Licht ist wieder da. Bei den Tieren muss ich immer gucken, ist bei Training. Ja, diesmal geben wir denen nicht Ressourcen, das ist Verschwendung. Die sterben so schnell und es bringt denen nichts. Die Reinigungsroboter sind fertig. Wir können zwei Reinigungsroboter Tech 5 bauen. Jetzt müssen wir mal gucken, die brauchen Anti-Logik-Chips, ne? Zwei Stück. Ja, die sind teuer, ne? Dafür brauchen wir Roboterkomponente. Das heißt, da machen wir jetzt mal hier die Low-Bots raus. Die machen wir bis... Machen wir erstmal bis 100. Ja, wobei wir brauchen 40, ne? Wir machen mit Pausierung ab 75, also bis 75 dürfen die dann runtergehen. Machen auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. Ja gut, das ist nicht weit. Da können sie auch bis dahin laufen. Dann machen wir jetzt nicht kein Lager hin. Das wird sonst hier ein bisschen eng. So, da könnten wir dann nochmal hier so eine Tür bauen. Da hilft wenigstens auch mal der Bot. So, das wird jetzt der neue Serverraum. Boah, der passt gar nicht rein. Ich wollte den hier in die Ecke stellen. Sonst, ja gut, dann kommt der hier hin. Hier in die Ecke. So, und dann machen wir hier die komplette obere Reihe. Kommen dann hier Skills in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Scheiße, ich habe mich... Warum so kompliziert? 24.
glaube, ich drehe die Tür. Müsste man ja eigentlich komplett schließen können, den Raum. Weil, dass wir nicht einen einzigen Raum haben mit Bodenglätten, das ärgert mich ein bisschen. Der wurde compromised. Sehe ich irgendwas? Also es waren Zugachos, die compromised wurden. Davon haben wir nur einen. Ja, ich glaube, ich brauche einfach auch viel mehr Sicherheit. Auch wenn die gesagt haben, dass ich nicht mehr brauche. Von denen dahin machen. Wir haben jetzt Skills genommen, ne? Machen wir jetzt Hacking. Wenn wir den noch was höher bauen würden. Dann könnten wir alle Reihen da oben hin machen. So, jetzt können wir noch die Tech 5 Transportroboter, 2 Stück. So, wenn wir jetzt mal gucken. Ne, hier käme jetzt einer hin. Hier. Es muss noch eins höher. Dann würden alle hier nebeneinander passen. Dann machen wir hier 3 Reihen komplett voll mit Serverräumen. So, die Dinger müssen noch mega gekühlt werden. Der Baum, der kommt mal weg. Wir machen die mal weg und den auch. Hier wird natürlich noch die Wand. Wobei, die kommen eigentlich auch weg. Hier wird die Wand geglättet.
So, mal gucken, ob das reicht. Oder ob wir auf noch mehr machen müssen. Weil ich sehe gerade, hier wurde das Dach auch gar nicht zugemacht. So, hier muss noch so ein Hexerfeld hin. Hier muss ich auch mal überlegen, was für ein Boden. Was haben wir hier für einen Boden genommen? Ja, ich weiß nicht, das finde ich, sieht aber nicht nach einem Serverraum aus. Ich glaube, der ist am besten geeignet. Das sind ganz normale Fliesen aus Stahl. Nun gut, das war's aber für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.